habe es mir gerade am Zotac-Stand gemütlich gemacht und mir den Maggi geschnappt, der mich ein bisschen rumführen möchte. Und ich erinnere mich, zuletzt haben wir uns auf der CeBIT gesehen und da gab es hier einiges Neues im Bereich Grafikkarten. Die Sachen sind seitdem auf dem Markt relativ unverändert, hast du vorher noch gesagt. Und was mir beim Kopf geblieben ist, hier die 1080 Ti Amp Extreme, die war da ganz neu und ganz der heiße Scheiß und ihr wolltet damit die stärkste Karte auf dem Markt haben. Hat's geklappt? Jawohl, das hat geklappt. Wir haben die Amp Extreme, das ist die stärkste Karte auf dem Markt. Darüber hinaus gibt es noch weitere Derivate der 1080 Ti, selbst die kleinste Ti auf dem Markt haben wir. Das heißt zwei Superlative sozusagen und dazwischen halt nochmal die Amp Extreme Core, etwas weniger getaktet als die ganz, ganz große und eine Amp als die kleine Schwester und darüber hinaus als ein kleines Nischenprodukt, aber für viele Fans, ja, die Arctic Storm für die Wasserkühlung. Was aber neu ist, ist dieses Baby. Und ich habe eben gedacht, okay, ja gut, irgendwie kleiner Tower-PC, aber mitnichten. Es ist gar kein ganzer PC, sondern nur eine externe Grafikkarte. What the heck? Genau, also ich glaube, der Wunsch nach einer externen Grafikkarte besteht schon seit längerem. Und bisher gab es keine Technologie, die das, die Leistung einer externen Grafikkarte vernünftig in ein Notebook oder ein Netbook-PC oder Desktop-PC nur mit integrierter Grafik vernünftig rübergebracht hat. Und durch Thunderbolt 3 gibt es jetzt endlich eine Schnittstelle, womit das auch sinnvoll genutzt werden kann. Und das haben wir ja praktisch schön gezeigt. Also diese VGA-Box gibt es noch nicht auf dem Markt bei uns. Die ist dann zum Weihnachtsgeschäft wahrscheinlich Ende Oktober dann verfügbar. Also ein Prototyp. Wenn du so willst, ja, Hand geklöppelt, Mund geblasen, sage ich immer dazu. Aufregend. Und was haben wir jetzt gemacht? Also es ist eine Barebone-Box, wenn du so willst. Und verbaut haben wir dort eine Minikarte von uns. Wir haben die Box so klein gemacht, dass wirklich insbesondere unsere Minikarten dort reinpassen. Von der 1050 Ti oder 1050 Ti, 1060, 1070, 1080, sogar 1080 Ti würde dort hier reinpassen. Und wie wird das dann praktisch angebunden? Wie ich es erwähnt habe, über Thunderbolt 3. Und vielleicht können wir uns mal einen Benchmark mal anschauen, wie es läuft mit einer integrierten Grafik. Okay, das wäre jetzt also die Grafik von diesem Mini-PC. Genau. Wir sind jetzt hier in so einem Spiel, genau. Das haben wir schon mal gestartet. Okay, dann checke ich das mal. Ich check das mal. Ah, oh nee. Das macht aber keinen Spaß jetzt. Ja, nicht so wirklich. Also du siehst irgendwie 5,8, 6, 7 Frames per Second. Ja, das sind praktisch Standbilder, wenn du so willst. Okay. Ja, ist auch nicht zum Zocken gebaut auch, ne? Okay, das heißt, wenn wir das jetzt anschließen, das ist Plug and Play. Ich stecke das rein, genau. und dann geht das los. Also wir stoppen jetzt die Anwendung. Wir bleiben aber in der Anwendung sozusagen drin. Und jetzt schließe ich über Thunderbolt 3 die externe Grafikkarte an, in Form einer 1080. Ja, na komm. Okay, ist drin, 21, 22, 23, 24, 25. Zack, ja. Okay. Beim zweiten Mal ist geklappt. Ja. So, du hast den Flash jetzt gesehen, das bedeutet, er hat jetzt von der integrierten Grafik, ne, Intel HD 620 in dem Fall, rübergeleitet dann auf die externe in Form einer GTX 1070, Entschuldigung, 1080. Dann starten wir jetzt den Benchmark wieder mit dem Spiel. Alles klar, jetzt bin ich natürlich gespannt. Also Plug and Play finde ich schon mal sehr cool. Ich hätte jetzt gedacht, dass man mindestens in den Einstellungen was umstellen muss oder Neustart oder irgendwas, aber das ist schon echt on the fly. On the fly, sehr, sehr gut. Und was mich noch sehr, sehr interessiert, konnte es leider noch nicht austesten, ob es auch mit MacBook so einfach funktioniert. Denn das ist, glaube ich, auch für viele MacBook-User auch sehr interessant. Also beim Windows funktioniert es eindeutig und hervorragend. Was ich auch weiß, dass wenn in knapp 2 Wochen das neue Mac OS rauskommt, wird es auch eine Schnittstelle geben von Apple, um solche Geräte auch vernünftig zu nutzen. Okay. Und da bin ich mal ganz gespannt, ob ich mal upgraden muss. Stichwort gespannt, jetzt probieren wir es erstmal gerade hier aus. Also, wir haben jetzt die externe Grafik. Wenn ich jetzt, auch krass, wenn ich mich jetzt umgucke, das kann ich machen, je nachdem wie schnell ich mich bewege, aber mit einer ganz normalen Umguckgeschwindigkeit sind wir immer so 100 bis, also ein bisschen auf jeden Fall über 100 FPS die ganze Zeit und es läuft auf jeden Fall flüssig. Genau, also man kann sagen, mit einem Faktor von 20 erhöhst du praktisch jetzt die Frames per Second. Ist das komplett verlustfrei möglich jetzt über den Anschluss oder geht noch ein bisschen was verloren? Also wenn ich ganz ehrlich bin, es geht immer noch was verloren. Aber wir sind mittlerweile an einer Stelle, wo es sinnvoll genutzt werden kann. Du verlierst aber trotzdem
ca. 20-30%, als wenn du jetzt wirklich einen echten PC hättest und dort das Spiel dann nutzen möchtest. Und das liegt einfach daran, dass Thunderbolt 3 doch in gewisser Weise auch ein Flaschenhals noch ist. Ihr nutzt es jetzt hier mit diesem Mini-PC, so den Hauptnutzen sehe ich dann mit einem Notebook oder einem Laptop, den man irgendwie sonst zum Arbeiten benutzt und dann zu Hause irgendwie mit hinnehmen. Da steht dann das Ding stationär und da kann man damit auch zocken. Genau, also entweder ist es jetzt ein Businessman, sage ich mal, der auf der Arbeit viel mit Excel oder anderen Applikationen im Business Work arbeitet und dann zu Hause dann halt auch mal eine Runde zocken möchte, dann schließt er dann dein Ultrabook an und dann kann er FIFA zum Beispiel zocken. Wir haben hier auch eine Demo mit FIFA, was eigentlich auch ganz eindrucksvoll gut läuft und dann kann er sich wohlfühlen. Man könnte denken, ist das jetzt eine externe SSD? Nein, ist es nicht. Es ist wahrscheinlich der kleinste oder der flachste Mini-PC der Welt. Und zwar eigenständig. Ja, es gibt natürlich auch jemanden auf dem Markt, der hat eine Karte, aber die ist nicht eigenständig. Das heißt, du musst die irgendwo in einen Adapter reintun, beziehungsweise in eine Dockingstation. Hier hast du einen vollwertigen PC, den du so mitnehmen kannst, auf Reisen oder einfach in deinem Wohnzimmer hinten einen Monitor, einen Fernseher klemmst und schon kannst losgehen. Das wollte ich mal kurz anfassen. Man sieht es dabei, ich habe so sehr große Hände. Da sieht man nochmal, wie klein das Teil tatsächlich ist. Finde ich spannend, muss ich schon echt sagen. Was sind so da Anwendungsbereiche, für die ihr das vor allen Dingen designt habt? Es ist natürlich ein Entry-Level-Produkt. Also wir sprechen von einem Atomprozessor mit den Konfigurationen von 4 GB RAM, 32 GB SSD, die dort verbaut ist und Windows 10. Ja? Erweiterbar natürlich über Micro-SD. Wenn du dann was anderes zum Beispiel noch dort drauf spielen möchtest. Anwendungen sind Internetsurfen, E-Mail, Skype, Videostreaming, wenn es nicht 4K ist zumindest. Ja. Und Digital Signage, sagt mein Kollege gerade von links hier. Gut, Vorsagen gilt in dem Fall einmal. Ja, cooles neues Line-Up. Schön, dass wir wieder am Start sind und wir sehen uns dann hier allerspätestens irgendwie zur CeBIT nächstes Jahr wieder. Vielen Dank für die kleine Tour. Wenn gleich die CeBIT nächstes Jahr irgendwann im Sommer ist, ne? Also im März haben wir dann frei. Ein Aha. Glück. Und vielleicht bekommt Hannover dann natürlich einen schöneren Blick, weil es findet im Sommer statt. Bisher war Hannover immer kalt, regnerisch. Und ich hoffe, das Bild von Hannover, meiner Heimatstadt, wird dadurch ein bisschen positiver. Schön wär's. Und nächstes Mal bitte richtigen O-Saft statt immer nur diesem Kühlzeugs. Wer weiß, was da drin ist.